Willkommen im Let's Play Dead Island Riptide. Wir machen direkt weiter im Green Dome und versuchen, die vier Kollegen da zu killen. Wir versuchen erstmal einen Weg nach außen zu finden. Da geht's raus. Na okay. Jetzt müssen wir uns da erstmal umschauen. Wir haben hier vier große Gegner anscheinend. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Okay, da ist schon mal einer. Oh, das sind insgesamt... Oh, die sind... Okay, die sind also nicht verstreut. Ich hätte jetzt gedacht, die sind vielleicht ein bisschen verstreut. Mal gucken, ob die auf irgendwas Spezielles... What the fuck? Die... Ah, okay, das sind Unterschiede. Der eine schmeißt Fleisch. Okay. Nur einer ist lila. Der ist legendary. Now you're a goner for good. Hinten die Gasflasche ist wohl schon mal ein gutes Target. What the? Hä? Was hat mich jetzt umgeschmissen, bitte? Okay. Sure. Oh Mann, ey. Oh, einer ist schon hinüber, genial. Krass. Die sind gar nicht so schwer, glaube ich. Ne, der ist nicht hinüber, aber der pulsiert hier. Jawohl. Oder das sind die. Oder das sind die gar nicht, die vier. Wer weiß es. Wir müssen mal gucken. Boah, das sind vier. Ne, das ist einer. Aber das ist keiner. Die gelben sind die Gegner. Fuck it. Naja, die sind nicht so schwer. Dafür sind die Bosses wahrscheinlich viel schwerer. Ich versuche mir hier gerade ein bisschen eine Taktik, wie ich an die Gasflaschen von hinten rankomme mit der Schusswaffe. Ist auf jeden Fall mal eine schöne Abwechslung, jetzt hier mal was anderes zu sehen, wie hier nur den Dschungel, sondern auch mal ein bisschen Tech zu sehen. Ja, komm her. Schön gekrittet. Wo kommt man hier eigentlich nach oben? Die Leiter ist ja hier am... Achso, hier hinten können wir hoch vermutlich. Okay, da ist eine Kiste. Ja, ein Baseballbett. Langsam widert mich die Blunt und diese Weapons hier einfach an. Ich kann's wirklich bald nicht mehr sehen. Können wir uns heilen, werden wir? Nee, können wir nicht. Aber wir heilen uns erstmal. Da oben war noch irgendwo ein großer. Warte mal, den holen wir uns gleich mal hier hinten, die Gasflasche. Shit. Ich will die Gasflasche treffen. Ah, der reißt sich da Fleisch aus dem Leib. Aber wir treffen den nicht mal, ey. Boah, ey. Boah, shit. Der kommt hierher. Boah. Ja, das kostet mich jetzt. Das war so klar. Als nächstes nehmen wir mal diese Paralyzing. Die Vomit-Waffe. Das wird wahrscheinlich besser sein, dass die anfangen zu
kotzen. Ja, ja, das funktioniert besser. Ja, das ist die Waffe, die wir nehmen sollten. Ja, und die Reagents kriegen wir erst von den Typen selber. Okay. Das ist kein Boss. Okay, das haut mich jetzt auch nicht so um. Aber vielleicht können wir mit der Flare Gun ein bisschen beeindrucken. Ah, okay. Ja, die fliegt aber nicht gerade weit. Jawohl, Crit Hit. Was hat denn das jetzt aktiviert? Ah, hier die Brücke. Ja, Alter, ey. Nicht gerade sehr überzeugend, die Schusswaffe. Aber da kommt gleich der zweite auch noch dazu. Ich gehe da drauf, ich sehe das so schon kommen. So unbeeindruckend, die zwei darüber zu bekommen. Naja, voll drauf, Monty. Komm, 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 komm. No fucking way, dude. Duschberg, komm her, komm. Ah, shit, 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 shit. Go, Pola. We're not gonna die. Ja, komm. Noch einmal helfen. Ah, komm, geh down, man. Anstrengend. Ich kann ja gar nicht so viel quatschen, wie ich will. Boah, das war der Boss, ja. Das war der Boss. Das war der lilane Mann. Das war... Von Critten. Oh, Scheiße. Laufen. Bon. Ja, ich weiß. Erstmal den kleinen Kameraden. Oh, das ist der Lila, ne? Jawohl, gleich ist er down. Jawohl. Ruhe ist. Ach, Glück gehabt, ey. Einer noch übrig. Der letzte im Bunde. Der läuft da unten. Komm her, komm. Dich kriege ich auch noch. Kein großer Job. Jawohl. Erstmal die andere Waffe wieder auswählen und dann gehen wir wieder zurück zu unserem Freund und bekommen eine Stun Gun und die Map für die Tunnel. Das ist ja super. Ja. Genial. Na, Herr Doktor. Gut, gut. Now I can conduct my tests.
I only require a sample of your blood. I'm about ready to give you a gobble, you lunatic. Give me the map. I am doing a poor job of explaining myself. You are clearly immune, that much is certain. But that does not mean that you are safe. There is a strong possibility that the virus is in your body. And if it is, it could mutate. And depending on how it mutates, you could be in grave danger. All I need is a small blood sample. I run a simple test and then we'll know. This is for your own good. Okay, do it. Mhm. Hau rein. Okay, you will feel a little prick. Nothing to worry about. Do this task for me and the map is yours. Ja, komm, wir machen das schon. Interessiert mich jetzt auch. Achso, holden. See, that wasn't so bad, was it? If I had a little sweet, I would give you one. Na, Arschloch. And I'd shove it up your ass. Ja, genau. I was merely trying to lighten the mood. Och, it'll only take a moment to prepare the sample. Please be patient. Ja, ich warte auch. Komm, Herr Doktor. Herr Doktor, ist mit mir irgendwas nicht ganz in Ordnung? Erzählen Sie es mir bitte. This is truly astonishing. Ja, erzähl. Ich guck mal in den Mülleimer währenddessen. Let's take a look, shall we? Erzähl. You are completely resistant to the virus. You think I didn't know that? No, it is not what you think. Your resistance to the virus has kept it from multiplying, from wreaking havoc on your body. But it has not destroyed the virus. It has merely suppressed it. You need to be very careful. Any contact with certain types of reagents could trigger a mutation. And if the virus mutates, it stands to reason that you could lose your immunity. Or much, much, much worse. Unfortunately, there are so many factors to consider that it is impossible for me to tell you exactly what might happen. But one thing is clear. You should avoid anything that would put you at risk. Like what? Your plan was to use the tunnels to reach Henderson, correct? Yes, the Japanese created them during World War II, and later they were used to store chemical weapons. In the 50s, during a monsoon, there was a leak, and some of those chemicals worked their way into the water. The Aussies sent in a battalion of engineers and soldiers to clean them up, but they weren't successful. When they went into the tunnels, one of them must have been infected. The virus mutated and all hell broke loose. The Aussies had to blow the entrances to prevent the infection from spreading. Most of the men were still down in the tunnels. I have long suspected that exposure to those chemicals is what caused the infected soldier to mutate. Anyway, you need to find the old Jesuit mission. A passageway runs from the ruins down into the tunnels. Here is the map as I promised. I cannot stop you from going down there. That is your decision. But if you do, use an abundance of caution. Try to avoid prolonged exposure to the chemicals. I wish you best of luck. Thanks, Kessler. Dankeschön auch. Hallo, you there? Thank God I was starting to worry. Did you get the map from Kessler? Yeah, I got it. Might be a bitch going through the tunnels, though. You can fill me in when we meet up. Where are you going now? I need to find the entrance to the tunnels. Must investigate it. Momsi würde sagen... Oh, der hat noch was für mich. Ach so, stimmt, ja, die Stun Gun. Jetzt hätte ich die Stun Gun fast hier. Kann ich das Ding auch aufnehmen? Boah, die hat aber ganz schön eine Damage. Müssen wir was equippen, was wir nicht mehr behalten wollen. Vielleicht hier... Ja, komm, den Mini-Hammer da, den werde ich sicherlich nicht behalten wollen. Tauschen wir den mal um. Wie funktioniert denn das Ding? Ah, 5 Stück, wir müssen da noch Energiezellen für benutzen. Nee, das Ding werde ich wahrscheinlich nicht behalten. Ich würde sagen, der Momsi macht einen Schnitt und wir sehen uns direkt im nächsten Let's Play, wo wir versuchen, in die Tunnel einzudringen. Und der Momsi sagt, danke fürs Zuschauen, bis gleich.